Ja. Ihr seid ein unfähiger Narr, Wagnitz. Nichts als ein schwacher und armseliger Mensch. Die Drachenkreatur hat alle Macht entfesseln und ihre Ketten sprengen können. Nun fliegt die Afgur wieder. Aber das war nicht euer Verdienst. Was soll ich damit zu tun haben? Seldrakon hat versagt. Er war dafür verantwortlich, die magische Barriere aufrechtzuerhalten. Wenn er sich nicht hätte enttarnen und töten lassen... Das war dieselbe Person, die schon in Firdok unsere Pläne durchkreuzt hat. Firdok war eure Verantwortung, Wagnitz. Ihr hättet das schon dort beenden müssen. Aber das Ritual wurde beendet. Der Dämon hat sich mit Yafgur vereint. Er ist schwer kontrollierbar, aber von gewaltigem Zorn. Was werden wir nun tun? Wir, Wagnitz. Ich werde andernorts gebraucht. Aber ich frage mich, wer euch zuerst holen und eurem jämmerlichen Dasein ein Ende setzen wird. Die Hexen? Die Inquisition? Oder doch der Störenfried aus Firdok? Ihr? Bei allen Niederhöllen. Was habt ihr hier zu suchen? Ich bin auf Geist des Orakels der Drachenquest gekommen, das korrupte Wissen aus dieser Ruine zu bergen. Es geht euch nichts im geringsten an, elende Mörder. Castor und Wagnitz, endlich werdet ihr für eure Verbrechen büßen. Ja, verspotten wir ihn erstmal, dass uns das Orakel hergeschickt hat. Ach, rein zufällig führt euch die Drachenqueste zu mir, dass ich nicht lache, dass du hier etwas Besseres sein wollt. Ihr habt es auch wie abgesehen, genau wie Neulokon und all die anderen auch. Also geschieht schon, was wollt ihr von mir? Ja, eigentlich hatte ich nicht erwartet, dass der Pfad der Drachenqueste den euren kreuzen würde. Seht es als gerechten Weg des Schicksals, Mörder. Also wenn ihr so direkt fragt, frage für meinen ermordeten Freund Ardo vom Eberstamm. Ardo von Eberstamm, zugegeben, der Name ist mir ein Begriff, aber ich muss euch leider täuschen, mit seinem Tod hatte ich nichts zu tun. Eure Lügenmärchen retten euch jetzt auch nicht mehr, Castor Wagnitz. Das begreife ich nicht. Wer hat Ardo dann ermordet? Was kümmert mich das? Ihr hättet besser euer Orakel befragt, als mich damit zu beleidigen. Aber langsam bin ich des Redens müde. Zeit für euch zu sterben und... Nach euch werde ich mich noch dieser falschen Schlange Doldrukon entledigen. Also ja, Doldrukon, oh, hi. Drachenkultisten sind ja auch noch drei Stück. Neudrukon war der Typ, dem wir in Avestreu begegnet sind. Also wir sind ihm nicht selber begegnet, sondern nur haben Dings, Drano vor ihm gerettet. Oder haben gesehen, wie Drano ihm was übergeben hat. So, Castor Wagnitz ist ein starker Gegner. Ich versuche mein Bestes. Sprich, Freund. Deswegen sollten wir viel... Also sollten wir zuerst mal die Kultisten... umhauen. Candidus. Mandaya Ioi Banda. Auf das Dach bei Angrosch Bart. Sprich, so, ihr beide mal etwas näher ran. Du verpasst ihm eine Wunde. Du verpasst ihm einen Fulminictus. Du heil mal Bruno hier. Bei
meiner Axt. Folgt mir, Serin. Ja, man merkt, Caster Wagnis ist schon ein etwas stärkerer Typ. Caster Wagnitz. Ja. Ich sagte doch, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich diese Ratte aus ihrem Loch locken kann. Ich sollte Graf Gruvi von dem Tod Caster Wagnitz berichten. So, hattest du irgendwas Schönes dabei? Erstmal Geld. Balgoras Ansprache, Kutist durch ein magisches Kurzschwert. Gladys, was ist das? So niedrig. Schneid. Was für besondere Fähigkeit hat Schneid? 25% Chance auf Wunde. Also ja, ist nur ein Kurzschwert. Ja. Aber ja, auf jeden Fall ist hier das Kultistenbolt. Haben wir eigentlich neues? Nein. Aber die Ansprache hier haben wir erhalten. Malgoras Ansprache. Keine Beschreibung, aber... Schwärmt aus. Kehrt das Unterste zu Oberst. Findet den Schatz aus der Drachenzeit. Das adamante Herz kann sich vor uns nicht verbergen. Es wird unser sein. Zu höheren Ehre des Gottdrachen. Dann werden die Völker zittern. Dann werden wir Aventurien in Sklaverei führen, von Küste zu Küste, vom ewigen Eis bis zu den dampfenden Wäldern. Deus Dracor, Umbracor, Ardacorion, Dominus, Posteritatis, me exaudiet. Mhm. Also ja, das müsste das Buch sein, was wir brauchen. Ja, Bereich Blutberge wurde geschlossen. Das gestohlene Wissen. Finde das Buch der Schlange. Ich habe das Buch gefunden. Nachdem ich teilweise selbst an der Erfüllung der Mission gezweifelt habe, ist es mir doch geglückt. Jetzt heißt es auf nach Fertigung zum Besinnetempel die frohe Botschaft überbringen. Mhm. Ja, und geschlossen wie ein Schatten. Die Kultisten können sich selbst hinter den starken Mauern über Burg nicht mehr sicher fühlen. Der Widerstand hat begonnen. Kultistenbeutel ist leer. Wir haben das Buch, das wir weder lesen noch benutzen können. Achso, weil wir gerade dabei sind, was zu benutzen. Nö. Schade. So, die Kultisten haben wir zerlegt. Das heißt, wir können uns jetzt auf den Rückweg nach oben machen und dabei alles mitnehmen, was wir so finden. Erstmal Fallen schärfen. Mandaya Ioi Banda. Das bin ich. So, was ist in Schatztruhe Nummer 1? Geschichten Jafkurs.
Gute Lederhose und eine Sturmhaube. Eine Sturmhaube sieht vielleicht besser aus als ein Backenhelm. Bogren findet das mal raus. Ein bisschen besser, ja. So, hier ist nichts mehr. Das heißt, wir können uns jetzt auf dem Rückweg nach oben machen und alle Kultisten, die uns im Weg sind, ab jetzt abmurksen. Weil wir müssen ja noch den Schlüssel besorgen, um Jost aus seiner Zelle zu holen. Und sowieso alles jetzt erkunden. Folgt mir, Vorrat. So, etwas Licht ins Dunkel. Da waren wir da hinten. Also da war das erste Hunderudel. Mal gucken, gibt es hier noch was Besonderes? Nichts zum Zerdeppern, nichts zum Plündern, schade. Ja, und hier ist nur der Einsturz, durch den wir nicht durch können. Das heißt, wir müssen einmal außen rum. Alle Kultisten abmurksen. Ihn hier rausholen. Folgt ihr mir? So, dann. Oh, hier lautet ein Bärslauf, das ist nett. Hier lautet ein Bärsaftes Seife, Gulmondblätter. Also die Seife kann zu ihm, die Goldmondblätter zu ihr. Wir haben jetzt jede Menge Zeugs hier. Und das Fass können wir nicht einschlagen. Können wir das was? Oh, das Fass können wir einschlagen. So, dann können wir auch noch die Truhen hier plündern. Alles klar. Haarnadeln haben wir ja genug. Wow, ein paar Sandalen. Dass das fast nicht einschlagbar ist, wundert mich fast schon ein bisschen. Jetzt können wir den einzelnen Wachposten, die wir drum herumschleichen mussten, uns mal vorknüpfen. Geschichte Jafkus. Oh, das ist etwas Längeres. Das können wir lesen, wenn wir hier raus sind.